Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Test the Basement Collection. Ja. Entschuldigung. So, wir testen 20 Minuten lang das nächste Spiel in der Basement Collection. Zwei haben wir noch. Die werde ich jetzt auch gleich hintereinander aufnehmen, weil ich so super bin. Und zwar sind wir jetzt nicht bei Ether, nicht bei Time, sondern bei ihm hier. Spewer, I should not have ordered seconds. Ja, und der sehen wir kurz sich gleich an. Ich habe gelesen, ein physics-basierter Plattformer. Mal schauen, ob das auch so stimmt. Wenn du einen Levelcode hast, den du spielen willst, einfach hier hinkopieren und Map Editor Button drücken. Alles klar. Spewer with Music, bla 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 bla. So, gut, dann würde ich sagen, bevor die 20 Minuten anfangen, okay, haben sie schon, aber starten wir einfach mal und schauen, was wir hier machen müssen. Okay, wir können Baby Steps. Beweg dich mit WASD. WADS halt. If you mess up, press R to reset the level. Okay, R zum Resetten und Pause drücken mit Escape oder P. Gut. Okay. Ja, bis jetzt haben wir noch nicht viel mitbekommen, dass er spewt, also kotzen muss. Und hier sind wir, 5 Kapitel gibt's. Und ja, Baby Steps hat diese Map geheißen. Jetzt kommt Mind the Gaps. Kann ich hier irgendwie mit Space oder Enter oder so auswählen? Oder muss ich da mit der Maus? Muss ich mit der Maus draufklicken? Egal. So. Achso, da schaut immer zu, wo die Maus ist. So. Gut, das ist auch super. Kann ich mit dem mit der Maus springen? Nein. Ja, gerade noch. Oh, ist das süß. So, gut. Teil 2 hätten wir dann auch mal. Saved Puke. Kotze. Gerettet, 100%. Also müssen wir unsere Kotze retten. Wenn das Spiel langsam läuft, Pause drücken. Okay, ja, das ist nur wegen der Internetversion. Das habe ich gerade nach Spewer gesucht im Internet. Und ja, da ist eben gestanden. So, warte, ich rede gleich weiter. Okay, hier muss ich einfach durch. Aber da beobachtet uns irgendein böser Wissenschaftler oder so. Ja, habe ich gesucht und da ist schon auf ein paar Seiten, zum Beispiel auf Newgrounds, die Warnung gekommen, dass hier ja, dass das Spiel langsam laufen könnte, weil hier sehr physikbasierte Sachen ablaufen, so wie dieses Glibberzeug hier, dass wir gesehen haben, dass ich es runtergestoßen habe und dann, ja, eben. So, was bedeutet das hier eigentlich? Da müssen wir auf jedem Level 100% sammeln oder? Nee. So, können wir auch Wandsprünge oder so. If you hold the mouse button, ihr könnt wann wir den. Okay, wenn wir springen. Oder besser gesagt, wenn wir die Maustaste drücken, können wir kotzen wir in die Richtung, in die wir ja drücken. In Space können wir das Ganze auch wieder aufsagen. Wie lecker. So, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal drinnen. Ich weiß gar nicht, ob man in dem Level 100% Kotze sammeln kann. Jetzt haben wir nicht alles. Dreimal sind wir gesprungen. 25 Sprünge haben wir. 25 Schritte haben wir gemacht. Und unser EQ ist hier 120 gewesen. Ja, das reicht, glaube ich. Da, der böse Professor testet uns hier anscheinend. Das und eine Pille ist Kotze oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Dann kotzen wir hier mal hin, damit wir hier rauf können. Ja! So, oh, 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 oh. Hier haben wir Stacheln. Okay, ich verstehe. Sehr cool, auf jeden Fall. Gefallen mir das jetzt sehr gutes Spiel. So, haben wir geschafft. Oh, jetzt will ich uns ganz genau beobachten. Hier ist der Exit, lass uns raus. So, wir verbrauchen hier Sprünge. So. Okay, so können wir auf jeden Fall weiter springen. Wir müssen halt anscheinend so wenig wie möglich kotzen, damit wir hier Failure Rating 84%. Was da nicht was anderes? Egal. Wir spielen hier einfach mal weiter und das Ganze dann
Beta an. So, wie machen wir das? So, haben wir hier etwa... Ne, so sollen wir es natürlich nicht machen, das ist schon klar. So. Also, was ich eigentlich sagen wollte, sollen wir da wirklich... Ups. So viel hier einfüllen. So, jetzt haben wir alles verprasselt. Applying one up. Okay, wir haben ein Leben bekommen. Einen netten Professor. So, was holen wir jetzt hier wieder? Jetzt sollte ich hier auch nicht springen. Okay. Okay. Ich wollte das wieder mitnehmen, damit wir hier... Okay, auf jeden Fall tun wir jetzt hier. Damit wir das nicht zu weit weggeben. So. Das, was hier drin ist, lassen wir drin. Bittel sorgen wir noch ein. Das können wir auch noch einsorgen. So. Oh, jetzt haben wir nur 19%. Ich weiß nicht, ob das irgendwas... Also, das heißt nur, wie viel... wir noch speiben können. Vielleicht gibt es hier auch einen Boss oder so. Auf jeden Fall müssen wir hier mal den Knopf drücken, damit wir hier rein können. Hier den Knopf drücken. Müssen wir vielleicht gar nicht speiben oder kotzen, wie man es halt sagen will. So. Oder? Ne, müssen wir gar nicht. Und hier ist dann schon das Ziel. Das heißt, wir haben 0% gespeichert. Achso, wir können... haben gar nicht kotzen können in dem Level. Also muss man nicht überall 100% holen. Gut, so Spew, was machen wir jetzt? Hast du über Spew oder hast du irgendeinen anderen Namen? Keine Ahnung. So. Hier drücken wir erstmal den Knopf, den können wir gleich drücken, dann kommen wir hier runter. Den Knopf drücken, kommt hier Kotze raus. Wofür auch immer. Achso, dann müssen wir es einsaugen können. Ups. Ne, ist doch nicht. So, zuerst springen und dann... Ja. So geht das nämlich. Dann öffnet sich hier auch die Tür. Wir können alles, was hier verloren gegangen ist, noch einsaugen. Also das, was halt hier oben ist. Kommen wir jetzt leider nicht ran. So. Da schmeckt dem kleinen Spewer. Aber machen wir mal wieder, dass er lacht. Ist das süß, was? So, 72% haben wir. Hier kommt vielleicht ein Boss, weil das Kastel auch ein bisschen dünner ist als die restlichen. Aber hier kommt jetzt nochmal ein normales Level. Recap. Brauchen wir hier nicht. Dann brauchen wir nicht. Gut. Dann normalerweise hier auch nicht. Aber wenn wir den Knopf halt erreichen wollen. So. Hier dann wieder nicht. Kotzen. So, das wollte ich gar nicht. Jetzt müssen wir hier rauf. So. So sollen wir jetzt hin? Sollen wir lieber hier runter? Oh Mann. Und jetzt könnten wir eigentlich ins Ziel. Ja, das müsste ganz gehen. So, okay. 44 haben wir gespeichert und jetzt kommt hier ein Level, der heißt Chapter 1 Ende. Ich weiß nicht, ob das nur ein Film ist oder wie auch immer. Schauen wir einfach mal rein. Nee, das ist einfach nur... Jetzt sehen wir hier mal was... ein bisschen was im Hintergrund abläuft. Das ist auf jeden Fall ein böser Professor oder ein guter, ich weiß ja nicht, wozu er mich erschaffen hat. Er hat ja so einen komischen Plan hier von mir und hier oben hat er auch noch irgendwas. Zeigt das Zeichen der Allergie P14. Die Effekte können problematisch werden. Rent, das ist irgendwie so eine To-Do-List, eine komplizierte Rechnung hier mit Plus und Mal und was weiß ich, was es hier alles noch gibt. Adiplikation und Multiplikation, was weiß ich, Divitation, was weiß ich, was es hier alles gibt. Okay, auf jeden Fall, wenn ich hier diese Pillen esse, kommt irgend so ein kleines Kugelchen raus. Keine Ahnung, was das ist. Stomach Flu. Haben wir auf jeden Fall eine Errungenschaft freigeschaltet. Ich schätze mal. Kapitel 1 beenden. Gut, das haben wir in 20 Minuten schon geschafft.
Also was können wir dann denn noch alles erreichen? Hier haben wir auf jeden Fall eine Pille. Achso. Du kannst Sachen essen. Du kannst auch andere Sachen essen. Das ist dann eine Kotze. Pillen machen dich. Okay. Throw up. Make you throw up. Schauen wir doch einfach mal. Jetzt sind wir nämlich hier so ein weißes Vieh. Und jetzt steigen wir vielleicht mehr auf, wenn wir kotzen. Mal schauen. Nee. Ah, schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Können wir hier rauf? Ja. So. Wie mache ich das jetzt am besten, um hier nicht alles zu verschwenden? Ist ja ganz schön, aber ich will ganz ehrlich nicht alles verbrauchen hier. Jetzt bin ich hier schon oben, oder? Nein. So, nein. So, jetzt. Oh Mann, 20% noch gesammelt, da hätten wir auch gleich einfach nur aufgeschrieben. Learning to fly. Okay, haben wir jetzt mal. Und Cloud Swimming kommt jetzt. Gut. Ja. Kümmert euch nicht darum. So, das bedeutet, mein ganzes Ding ist leer. Ich muss versuchen hier rüber zu schwimmen. Und jetzt. Ja, jetzt läuft das Spiel ein bisschen langsam, sehe ich gerade. Aber ist noch alles in Ordnung. So, dann kommen wir zum Num-Nums. Früchte, die machen uns stärker, habe ich da gehört. Genau, die geben uns Kotze. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Dann machen wir das Ganze so. So, bleibt drinnen, Kotze. Ich will schauen, ob das ausreicht. So, mehr können wir nicht mehr. Verdammt! Okay. Also ja. Muss ich auch essen. So. Jetzt schauen wir hier, dass wir nicht alles hier rausschleudern. So. Gut. Das hat jetzt gereicht. Hier gehe ich nicht nochmal rein. Und schwerer werden hier alles einzufüllen. Reicht das schon? Ich hoffe es. Ja. 4% habe ich. Ich weiß nicht. Mal schauen. Fill your up. Also wir sollen uns auffüllen. Hier unten zum Beispiel. Da schaut der böse Professor rein. Ich will wissen, ob wir hier alles richtig machen. Ups. So. Jetzt haben wir das auch mal geschafft. Ja, das ist sogar noch ausgegangen, sehr gut. So, jetzt holen wir uns das alles hier wieder zurück. Das können wir nämlich dort sicher brauchen. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier alles falsch mache. Ich weiß nämlich nicht, wie sich das hier so verbreitet. So, ja. So schaffen wir es. Okay. Kapitel 2 ist schon etwas zu kompliziert für mich. Also eine E-Mail habe ich bekommen. Naja, was soll's. Acid-Test haben wir jetzt. Das ist anscheinend Säure. Schauen wir mal. Ja. Da
Das ist eure. So. Ups. Ja, geht sich doch noch aus. Das war jetzt ein bisschen leicht. So, es ist Rain. Na toll. So, schauen wir hier runter. Ja, und jetzt? Ah, okay. Zersetzen diese Plattformen. Ups. Steigt natürlich unsere Sprunganzeige. Aber das Bio-Uhr ist ganz cool drauf noch immer. Was auch immer hier mit dem gemacht wird. Gimme! Gimme, gimme, gimme. So, was? Gehen wir natürlich nicht rauf. Aber die Pille kommt hier rauf. Bedeutet, ich muss ja hier auch irgendwie raufkommen, oder? Na, ich weiß nicht, ob das so geht. Lass mal nicht einfach hier. Nee. Das wäre gar nicht gut. So. Aber wie wär's, wenn ich hier reinspucke? So, dass die Pille zu mir kommen. Na. Ah. So. Könnt ihr jetzt schon essen? Ja, aber jetzt hab's wieder reingestoßen. Ich hab sie wieder reingestoßen. Komm her, ich will ja natürlich essen. Upsala. Ja, war auch eine gute Idee. Passt. Haben wir geschafft. Ich will hier Under Attack, hier Kapitel 2 noch. Wow, wow, wow. Ah, okay, okay. Bedeutet. Ja, ich muss erstmal das Säure ausreichen. So, genau. So, hier. Hol ich mir das ganze Zeugs wieder. So. Gut. Da waren wir jetzt unter Beschuss. Under Attack. Und jetzt haben wir Acid Vat. So, hier sollten wir anscheinend nicht rein. Wir haben nichts zum Kotzen. Das bedeutet, wir können hier uns nur... Nein, nein, nein. So. Darüber balancieren. Balancieren ist das ja nicht wirklich. So, wir schauen, dass Spew am Boden bleibt und hier in die richtige Richtung schaut. So, wenn wir das Acid nach unten, jetzt bleibt das natürlich hier oben liegen. Aber wir müssen zuerst sowieso auf die andere Seite. Also hier können wir rauf. So, wird auch zusammendrückt, wenn man so weit runter springt. Ach ja, so, hier aufpassen mit das Acid nach unten. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier drüber springen können. Ja, gut. Ja, hier haben wir keine Kotze sammeln können. Content Delivery, das machen wir noch. Wir können ein bisschen kotzen. Um hier raufzukommen, schätze ich. So. Ja. Jetzt bekommen wir hier leckere Früchte zu essen, die unsere Kotzanzeige in die Höhe steigen lassen. So. Ich würde sagen, wir hüpfen von hier aus rüber. Ah, ist nicht ganz ausgegangen. Ist nicht ganz ausgegangen. Okay, aber hier rauf müssen wir anscheinend, damit wir auch nicht hier rüber kommen. Verdammt! Mist, Mist, Mist! Komm, 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 komm! 20 Minuten sind gleich um. Könnten sogar schon um sein, weil ich habe 5 Sekunden später angefangen zum Timer 5 Sekunden zu spät gestartet. Nein, nimm die Pille. So. Wo müssen wir hin? Da drüber. Na, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Nein, jetzt haben wir versagt. Ja. Wir müssen das Ganze nochmal versuchen. Mist. Okay.
So, Essen. Her mit dir. So. Ja, der Part ist vorbei, ich weiß es. Warte halt nochmal kurz. Handy. Ich will noch nicht aufhören. So. Jetzt dürfte sich was rausgehen, oder? Nein, nein, nein! Ich wollte den Level unbedingt noch schaffen, aber da jetzt die 20 Minuten vorbei sind, war's das leider. Ja, kann ich euch das Ende von Kapitel 2 leider nicht mehr zeigen. Aber das reicht auch für den letzten Test. Da bleibt spannend, was als nächstes passiert hier in Spewer. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Spewer wurde inspiriert von einem Prototyp, der zu viel Farbe genannt wurde. Den Prototyp, den Eli ein Jahr früher designt hat, bevor das Spiel hier erstellt worden ist. So, Spewer hätten wir dann. Dann haben wir noch ein Spiel, das gleich von Anfang an zur Verfügung war. Das haben wir freigeschaltet. Und das werde ich nicht mehr Let's Playen, sondern nur noch Raymatter, oder testen besser gesagt. Ja, das nehme ich jetzt gleich auf. Das war's erstmal von Spewer. Danke fürs Zuschauen. Das war Test Nummer 6 in der Basement Collection. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.